Kennt ihr das? Eure Kinder gehen schwimmen und man will denen immer frische Klamotten mitgeben, aber halt auch Shampoo oder Duschzeug und dann verpackt man das irgendwie separat. Ich habe dazu immer hier Frischhaltebeutel genommen, damit auch nichts drankommt an die neuen Klamotten oder nass werden. Aber irgendwie war die Lösung dann doch nicht ganz optimal und vor allem auch nicht ganz umweltfreundlich, weil immer wenn dann ein Loch reingekommen ist oder das Shampoo ausgelaufen ist oder innen nass geworden ist, musste man ja irgendwie die Frischhaltebeutel wieder wegschmeißen. Und da habe ich jetzt im Internet hier eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich mir dort diese Mesh-Reißverschlusstaschen oder Aufbewahrungstaschen bei Temu gekauft. Hier gab es 6 Stück in einem Paket. Es gab oben sie in verschiedenen Farben. Sie lassen sich einfach auf- und zumachen anhand eines Reißverschlusses, sodass es auch für Kinderhände geeignet ist. Sie sind wasserdicht, also wasserundurchlässig, sodass falls mal ein Duschzeug oder Duschgel ausläuft, das dann auch nicht die anderen Anziehsachen versaut. Man kann sie wirklich mit allem Möglichen befüllen. Für meinen Zweck befülle ich immer eine Tasche mit den trockenen Sachen, sodass meine Tochter im Anschluss dann was zum Anziehen hat. Und dann halt eine Tasche mit den Sachen, wo Flüssigkeit drin ist oder die nachher nass sind, sodass man das halt dann schön getrennt hat. Wir nehmen immer einen Rucksack, aber Rucksäcke sind halt auch nicht sehr groß. Und da bin ich schon ganz froh, dass die Reißverschlusstaschen vom Material her doch relativ elastisch sind und rechteckig, sodass sie sich auch sehr gut anpassen. Falls mal eine Tasche nicht ganz befüllt ist, kann man diese auch dann wunderbar zusammenfalten und dann so in den Rucksack legen oder in die Tasche. Für uns ist das wirklich eine sehr gute Lösung und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss ich sagen, ist die Qualität auch wirklich in Ordnung. Vielleicht ist das ja auch etwas für euch.